Splitter. Wo ist der Splitter? Da ist der Splitter. Splitter, split mal. Mach das mal hier unten rum. Darum, darum, darum. Dann unterirdisch bis nach... Natürlich geht es nicht bis da. Bis da, dann wieder da runter und dahin. Und dann hier rum, darum. Und da kommt auch schon die erste Tinplate an. Ja, das sieht komisch aus. Okay, das heißt, es fehlt nur noch Kupfer hier regelmäßig hinzubekommen. Wenn ich also jetzt Kupfer auf das Band da bekommen könnte, wäre das super. Bauen wir einfach hier zwischen Replikator. Das ist doch richtig schön viel Platz hier. Krummelkrumpf. Na gut, aber 200 Kupferplatten dazwischendurch hinzubappen ist schon okay. So, ich hätte jetzt ganz gerne mein Licht. Und danach... oder währenddessen baue ich das Modul-Lab. Das klingt gut. Es braucht ein paar Zwischenschritte. 5 Leuchten nur. Ja, es könnte reichen. Bau mal 5 davon. So, und das Modul-Lab. In dem Modul-Lab erforschen wir jetzt gezielt die Module, nehme ich an. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich einfach hier nebenbappen. Weil ich keine Ahnung, ob ich die weißen brauche oder... Ja, wahrscheinlich müssen wir mit den Weißen jetzt diese Dinge hier herstellen. Mit den Dingen erforsche ich dann die jeweilige Farbe. Und die brauchen schon wieder diese Electronic Components und Basic-Dinger und Solder und was weiß ich. Ja, ich glaube, wenn ich die Season nochmal anfangen würde, würde ich Bob rausnehmen. Definitiv. Tut mir jetzt leid für die ganze Arbeit von ihm und so, ne? Ist ja auch alles ganz toll und interessant, aber es ist mir einfach zu viel unnötige Arbeit. Zu viele Zwischenschritte. Wobei, wenn die Roboter erstmal da waren, wäre es kein Problem. Dann haben wir für jedes Jahr eine Fabrik, aber der Weg dahin ist jetzt extrem, finde ich. So, setz dich einfach mal hier hin und guck, was passiert, da wo Strom ist. So, und dann müssen wir gleich bei der Forschung was anderes auswählen. Und dann brauchen wir 25 von den blauen, die müssen wir hier reintun. Und die brauchen halt mal wieder Tin. Ich merke schon, wir brauchen mehr Tin, kann das sein? Ja, eine einzige kleine Schmelze macht das alles gerade. Haben wir nicht inzwischen bessere Schmelzen? Nicht wirklich. Ist ein bisschen mau, oder? Ich glaube, die ganz normale MK1 Elektrik-Schmelze... würde schon mehr reißen. Aber ich glaube, sogar die brauchte... wo bist du? Nee, die braucht gar keine blauen Tränke. Das sollten wir dann mal als nächstes machen. Hm? Also das Krummelding hier hat schon Crafting Speed 2. Und dann das da hat auch Crafting Speed 2. Braucht aber nur Strom. Brauche ich allerdings vorher Frames. Ja, ist aber okay. Bau mal. Na, wo sind die Dinger jetzt schon wieder hin? Bau mal noch einen von den kleinen. Wo bist du? Achso, da kommst du erst. Noch einen von den kleinen. Ich mag es nicht so. Du dahin, du da raus. Ein bisschen mithelfen. So. Gute. Weil die Kiste sollte schon fast proppenvoll sein, richtig. Könnte ich auch mal mitnehmen und in meine Privatschmelzen reintun. Na, no, das klingt gut. Spielinventar ist voll. Ja, gleich. Privatschmelzen da. Nur kurz vor sicherstellen, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen drin hocken. Aber hier wurde zuerst Stahl gemacht, also sollte nichts im Weg sein. Ja, ist gut. So, das bitte einmal komplett durch. Danke. Forschung ist am Rödeln. Dann bau bitte... Haben wir die Lampen gebaut? Ja. Dann bau bitte Lasertürme. Und ein paar Gates. Es wird mir ehrlich gesagt nämlich doch ein bisschen unheimlich mit den Angriffen. Zumal da unser Smog jetzt sich immer weiter ausbreitet und wir irgendwann wirklich durchgehend Angriffe haben. Was ja toll klingt und so.
Und auch dafür sorgt, dass wir richtig schön viele Alien-Artefakte haben, bevor wir sie eigentlich haben sollten, weil wir sie ja zusammen machen können aus den Knüdeln. Aber es könnte gefährlich werden. Und gefährlich ist jetzt nicht so wirklich toll. Okay, was wollte ich noch alles machen? Also wir wollen Lasertürme bauen. Wir wollen die Doppelmauer zu Ende machen. Wir wollen weiter die blauen Tränke zwischendurch machen. Ja, so, auch wenn das nervig ist und lange dauert. Dann wollen wir die Forschung für die blauen Kisten anfangen. Wir sollten auch schon ein paar roten Kisten aufstellen. Also einfach zwischendurch mal hier davon 5 Stück bauen. Dann wollen wir die elektrischen Schmelzöfen erforschen, damit allgemein die ganzen Schmelzprozesse schneller gehen. Und wir auch eine ordentliche Privatschmelze aufbauen können und nicht diese mit 0,5 Crafting Speeder. Dann müssen wir regelmäßig die Sachen versorgen. Also wir haben Abnehmer für Kohle, für Eisen, für Kupfer, für Holz. Das sind Sachen, die wir regelmäßig von Hand nachfüllen müssen. Ja. Lasertürme? Lasertürme. Ja, mach erstmal hier auch überall bei jedem Pfosten einen hin. Damit wir eine komplette Abdeckung außenrum haben. Damit ich mir nicht Sorgen machen muss, habe ich jetzt im Westen verteidigt, habe ich jetzt im Osten verteidigt. Wir machen einfach komplett einmal rum immer das Gleiche. Mit einer ganz leichten Bevorzugung Richtung Westen, weil wir da halt, ne, meistens angegriffen werden. Okay. Hier fehlt mal wieder Kupfer. Das kennen wir ja schon, dass Draht richtig schnell weggeht. Holz hält sich hier, das ist gut. Ihr seid da eh falsch eigentlich. Stimmt, wir haben schon länger keine 2 Akkus mehr gebaut. Das heißt, ich behalte die mal im Inventar und verkrafte die gleich, die 13 Stück da. So. Hier noch aufräumen. Immer mal ein kleines bisschen. So. Ja, das Charge-Zeug würde ich gerne demnächst nochmal abbauen, wenn wir noch mehr von den Lampen haben. Und ich würde allgemein ganz gerne hier die nächste Lampe setzen. Also eine da. Und ruhig eine hier irgendwo. Und eine mitten im Silberfeld. Deckt sich das überhaupt? Du kannst weg. Ja, deckt sich. So. Und ein so ein Ding hier. Dann habe ich jetzt hoffentlich erstmal keine Probleme mehr damit. Was ist hier okay? Diese Kohleblocks. Erstmal sollten die sich nicht so weit stauen. Die Boiler da unten brauchen wir alle gar nicht. So. Dann braucht ihr noch mehr Kohle. Das sollte eine Weile halten. Tim. Genau, Charge Chunks kommen gleich. Sie überlassen wir da, wo es ist. Hier. Wo sind meine roten Engines? Da. Ja, nimm mal mit. Davon bräuchten wir eigentlich wesentlich mehr für die ersten Roboter. Warum haben wir dich hier hingebaut? Wozu sind die Capacitors hier? Ach so, weil du die brauchst. Ah, okay. Aber wir brauchen keine Batterie momentan. Warum stellst du keine her? Weil du voll bist. Hä? Du hast zu viele von den Weak Capacitor, deswegen baust du keine neuen. Du? Achso, du hast zu viele Batterien. Wenn ich die jetzt rausnehme. Ah, okay. Das ist ja okay dann. Oh, und wir haben schon wieder das Dunkelproblem. Warum? Achso, weil hier unten nur die Lampe ist. Und die Alien-Lampe ist da anscheinend zu weit weg. Gut, dann bauen wir einfach mitten in das ganze Gewusel hier. Bam, eine Alien-Lampe. Fällt gar nicht auf. Nö, kein Stück. Gut. Okay, da schon wieder. Dann mach mal. Hier noch eine Alien-Lampe hin. Und wir haben gerade die Übergangsphase, deswegen ist es dunkel. Das ist nachvollziehbar. Achso, Kohle bei Plastik, Kohle bei... Irgendwo hier noch abliefern. Bei euch? Nee, du brauchst Carbon.
Du brauchst Kohle. Gib mir Carbon. Hast du nicht eine Anlieferung von Carbon? Nö. Wäre zu praktisch, ne? Haben wir hier irgendwo Carbon? Nimm. Ja, da unten ist Carbon. Nö. Habe ich jetzt keine Lust zu. Also ich könnte das Carbon theoretisch hier durchwuseln, denn da irgendwo durch. Hier dann eine Schleife machen. Darum da hin. Ja, das ging ja fast. Dann geben wir das hier wieder hoch. Hier wäre ein Ähmchen, das liegt es da drauf. Wobei das in die falsche Richtung zeigt. Ja, einfach hier drauf. So, Angriff unten links. Angriff unten links ist okay. Worauf ich achten will, sind Angriffe von oben rechts, weil die da ja irgendwie durchgewuselt sind. Das finde ich immer noch ein bisschen suspekt. Achso. So. Bau bitte. Tin fehlt. Ja, natürlich fehlt Tin. Es fehlt immer Tin. Wir müssten eigentlich ganz viele Replikatoren bauen, die jetzt alle Tin herstellen. Gib mir mal hier einen halben Stack. So. Das hätte ich gerne. Und es reicht nicht mal. Was? Wir brauchten 25 oder so von den blauen Dingern. Ja. Das mit den Schmelzöfen wird immer wichtiger. Dann würden wir nämlich einfach das ganze grüne Zeug hier nehmen und direkt zu den Schmelzöfen bringen. Weil die zwei kleinen Jungs hier, die durchgehen, die Platten herstellen, das reicht hinten und vorne nicht. Naja. Bau mal bitte die ganzen Magneten. Du bauen kannst. Du hast schon wieder kein Eisen. Gott. Ja, wird Zeit für eine Expansion unserer Replikatoren. So, und gib mal Tin her. Ah, sehr schön. So, Head damit. Wie machen wir das? Also ich denke nicht, dass wir das hinbekommen, einigermaßen schnell so viele MK2-Replikatoren. 5 wären das schon mal. Das würde das Ganze schon echt vereinfachen, wenn wir keine Schmelzöfen dazwischen hätten. Aber die sind irre langsame Crafting Speed 1. Nö. Ich mache das folgendermaßen. Ich reiß euch ab. Alles mitnehmen. So, wir haben jetzt kurzfristig keinen Nachschub an Eisen und Kupfer. Das ist nicht schön, aber ist halt so. Das machen wir auch alles weg. Jo, keine Stromversorgung, tut mir leid. So, und jetzt erweitern wir das hier unten. Da. Ah, Mist, die sind jetzt alle größer. Ja, so kompakt wie das da ist, geht das jetzt gar nicht mehr. Eck. Und bau bitte die da. So, wir brauchen die nämlich hier. Damit das ganze alte Gewusel da weg kann. So, altes Gewusel weg. Irgendwas wird dann daran verdoppelt gerade. Das mache ich auch alles weg hier. Ist zwar ganz nett, dass sie noch im alten Muster sind. Das quasi dadurch platzsparender ist, aber das sieht irgendwie komisch aus, wenn die so ineinander geschachtelt sind. So, achso, ich crafte nichts. Dann crafte bitte die da. So. Alles aufhören zu arbeiten. So, also die Linie bleibt da, denke ich mal, bestehen. Ich muss mal gucken, wie das denn da so durchfließt. Ja, wobei, wir haben jetzt gerade keine Mitte, ne? Können wir eventuell zwei Fließbänder nebeneinander laufen lassen. Das weg. Das irritiert gerade nur. Alles mit. Nom. So, Spielerinventar ist noch wieder voll. Ja, muss jetzt kurz warten.
Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jo, zwei Fließbänder. Das heißt, unten machen wir jetzt Kupfer, oben Eisen oder andersrum. Ziemlich wane.